Muss SpaceX Boca Chica wirklich räumen? Waren alle Anstrengungen und die großen Investitionen umsonst? Wer legt SpaceX Steine in den Weg? Wer setzt sich für den Raumfahrthafen Boca Chica ein und was sind die Alternativen, falls SpaceX wirklich gehen muss? All diesen Fragen gehen wir in der heutigen Ausgabe auf den Grund. Wir schauen uns auch das neue Weltraumrecht an, welches die USA vorbildlich auf den Weg gebracht haben. Und dann möchte ich noch ganz kurz über das Elon-Twitter-Drama reden. Denn obwohl Twitter kein Raumfahrtunternehmen ist, so ist Elon jetzt involviert und somit geht es auch mich etwas an. Na? Neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir beginnen erst einmal mit einem schnellen Starship-Update. Das Schiff 20 und Booster 4 haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgedient. Sie stehen jetzt beide auf dem Testgelände und schauen blöd in die Gegend. Aber sie haben viel geleistet. Dieses Wissen, das sie SpaceX gebracht haben, möchte ich nicht schmälern. Viele vermuten, dass der sogenannte 420er Stack auch mit den alten Raptor 1 Triebwerken einen Orbit erreicht hätte. Wenn man aber Elons Interviews analysiert, von denen er in letzter Zeit einige gegeben hat, dann merkt man, dass er doch viel mehr Vertrauen in die Nachfolgegeneration, nämlich die Raptor 2 Triebwerke hat. Da SpaceX inzwischen so viel gelernt hat, macht es einfach keinen Sinn mehr, diese Prototypen zu fliegen. Auch ohne Flugzeit konnten sie wertvolle Erfahrungen mit den Bodenanlagen und dem Handling der Geräte sammeln. Tatsächlich so viel gelernt, dass sie gleich einige Seriennummern übersprungen haben. Wir kennen das schon von SpaceX. Sie sind nicht nur nicht langsam, sondern tatsächlich so schnell, dass sie sich selbst überholen. Mittlerweile steht Booster 7 auf dem Testgelände und hat schon eine Reihe Tests über sich ergehen lassen müssen. Dank Chief von Whataboutit haben wir diese unglaublichen Bilder vom Triebwerksraum des neuen Boosters. Und NASA-Spaceflight.com hat uns diese Bilder gegönnt. Da ist zu sehen, wie zum ersten Mal ein Super Heavy Booster vollgetankt wird. Zwar nur mit Stickstoff, aber trotzdem cool. Auch der Schubsimulator ist bei einem anderen Test zum Einsatz gekommen. Anstatt Triebwerke zu riskieren, werden hier hydraulische Pressen verwendet, um den Schub der mächtigen Raptor 2 Triebwerke zu simulieren. Im Booster 7 wurden viele sichtbare und vermutlich noch viel mehr unsichtbare Verbesserungen implementiert. Zu den sichtbaren Verbesserungen gehören unter anderem die Verbesserung der Steuerdüsen, die Triebwerksaufhängungen und der Versorgungsadapter. Letzterer ist auch als Quick Disconnect oder QD bekannt. Schau mal, wie der Booster wie ein wütender Stier schnaubt. Nachdem sich B7 abgeregt hatte, wurde er wieder zur Produktionsstraße gebracht. Warum, willst du wissen? Sehr gute Frage. Elon hat ja schon angekündigt, dass sie demnächst einen Booster mit Raptor 2 Triebwerken ausstatten werden. Und da BE7 bei den Tests scheinbar nicht explodiert ist, hat er sich vermutlich dafür qualifiziert, Triebwerke zu erhalten. Hier ist zu sehen, wie sein Nachfolger B8 im Hochschutz Platz für sein älteres Geschwisterlein macht. Alter vor Schönheit oder so. Oder einfach nur das Reich des Stärkeren, Evolution, Kreation oder einfach nur Manifestation. Lass dich nicht verwirren. Schreib mir lieber in die Kommentare, was du denkst. Bevor wir zu den Schiffen gehen, habe ich noch ein kleines Detail für dich. In der letzten Ausgabe habe ich dir mit Hilfe von OVS-Animationen den Mechazilla-Turm und seinen Fangmechanismus vorgestellt. Die Arme verfügen über Kameras für die Ausrichtung. Was ich aber erst viel später entdeckt habe, ist, dass der Booster ganz oben auch eine Kamera zu haben scheint. Oder was denkst du, was das ist? Vielleicht gleich ein ganzes Paket mit Parksensoren? Tesla liefert solche Komponenten sicher gerne an SpaceX. Momentan liegt die Baufrequenz bei etwa einem Schiff und einem Booster im Quartal. In Zukunft soll jeden Monat ein Stack oder mehr produziert werden. Am Ende des Tages möchte SpaceX über eine Flotte von 1000 Schiffen verfügen. Das Schiff, das mit B7 oder 8 fliegen soll, könnte es 24 sein. Hier ist ihre Nasenspitze zu sehen. Mit jeder Iteration sieht der Hitzeschild kompakter und eleganter aus. Die Kacheln sind gleichmäßiger montiert, die Abstände sind homogener und obendrein werden sie auch noch jedes Mal ein wenig schneller. Bevor wir zum Orbitalflug kommen, möchte ich dir noch diese Animation von Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric zeigen. Hier sehen wir einen Downcomer und eine Kuppel. Auf den ersten Blick vielleicht nur ein Rohr und ein Metallgewölbe. Aber SpaceX hat hier ihre Herstellungsmethoden verfeinert, um
und modernisiert. Die Kuppel ist etwas flacher und besteht aus weniger Einzelteilen. Jeder Arbeitsschritt, den man sich ersparen kann, wird später in der Massenherstellung viel Zeit und damit auch Geld einsparen, was wiederum zu günstigeren Startkosten führen wird. Felix von Whataboutit hat das Thema auch schon behandelt. Viele denken, dass SpaceX diese vielen Prototypen baut und nicht fliegt, ist eine riesige Geldverschwendung. Da kann ich vehement widersprechen, denn wir sind hier nicht bei Boeing. Man lernt aus jedem einzelnen Arbeitsschritt. Jeder Prototyp und jede Schweißnaht bringt wertvolle Erkenntnisse mit sich. Man kann das etwas so betrachten, dass SpaceX sich das Know-how einkaufen hätte können, wenn das Wissen vorhanden gewesen wäre. Stattdessen müssen sie es durch agile Entwicklungsarbeit selbst erlangen. Und das kostet nun einmal Arbeitszeit und Material. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber auf die Frage, ob SpaceX Boca Chica dicht machen wird, kann ich dir jetzt schon verraten, dass dem zumindest kurz- bis mittelfristig nicht so sein wird. Auch wenn SpaceX nicht unbedingt von Boca Chica aus in den Orbit starten wird, so wird das ein wichtiger Bestandteil in der Forschung und Entwicklung bleiben. Ein Beweis dafür ist die Errichtung dieses massiven Gebäudes hier neben den drei Zelten. Das Fundament und die notwendigen Leitungen sind bereits gelegt und Mitte April haben sie mit der Errichtung der ersten Eckpfeiler begonnen. Das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, dass nach Fertigstellung dieses Gebäudes ein oder zwei Zelte in das Gebäude umziehen werden. Im Anschluss werden die Zelte abgebaut und mit einem noch größeren Gebäude ersetzt zu werden, welches direkt an das sich im Bau befindliche Gebäude grenzt. Vielleicht werden die beiden Gebäude später auch miteinander verbunden. Der neue größere Hochschutz steht auch vor der Fertigstellung. Das sind alles für mich Beweise, dass SpaceX nicht allzu bald Boca Chica räumen wird. Wir kommen gleich dazu, was die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe sind. Aber vorher noch ein Blick auf dieses neue Zelt, das sie bauen. Ist zwar nur ein temporäres Konstrukt, aber so sieht für mich kein Unternehmen aus, das bald einen Rückzieher macht. Ich habe euch ja in der letzten Ausgabe gezeigt, wie Mitarbeiter die Aft-Steuerflächen von SN15 zerschnitten haben. Nun ist herausgekommen, was der Zweck war. Das Personal, welches an SN15 gearbeitet hatte, hat ein Andenken erhalten. Dafür wurden 2500 kleine Starships aus dem geflogenen und gelandeten Stahl gestanzt und eingerahmt. Ich finde, das ist eine echt coole Aktion. Ich hätte auch gern so ein Stück Starship-Stahl. Starship-Stahl. Ich hätte auch gern so ein Stück Starship-Stahl. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir die Genehmigungssituation entwirren. Denn ohne der Genehmigung der US-Luft- und Raumfahrtbehörde FAA darf Starship keinen Orbitalflug durchführen. Auch ohne Erweiterung der Starbase 1-Anlagen ist kein regulärer Betrieb möglich. Was ich nicht wusste, ist, dass die Army-Ingenieure auch etwas mitzureden haben. Und sie sind bei weitem nicht die einzige Behörde, die hier mitzureden hat. Die Situation ist wesentlich komplizierter, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn es gibt viele Variable und noch viel mehr Interessensgruppen, die alle etwas anderes wollen. Das ist auch der Grund, warum diese Ausgabe so lange gedauert hat in der Produktion. Fangen wir einmal mit den grundlegenden Eckdaten an. SpaceX hatte letztes Jahr beantragt, das Testgelände in Boca Chica zu erweitern. Dem folgte eine öffentliche Einspruchsfrist. Jeder konnte seine Bedenken, aber auch seine Unterstützung für dieses Projekt kundtun. Neben tausenden Kommentaren von der Bevölkerung haben sich auch Umweltorganisationen eingeschaltet, darunter der Sierra Club. Versteht das bitte nicht falsch. Wer mich kennt und Mars-Chroniken schon länger schaut, weiß, dass ich selbst ein Umweltschützer und Naturfreund bin. Man muss die Dinge aber in Perspektive setzen und ihren Wert für die Gesamtgesellschaft abwägen. Laut Antrag möchte SpaceX in Starbase 1 in Boca Chica weitere 442 Hektar oder 4,4 Quadratkilometer Schlickwatt, 240 Hektar oder 2,4 Quadratkilometer Mündungsfeuchtgebiete und 9 Hektar nicht gezeitenabhängiges Feuchtgebiet trockenlegen und bebauen. Das sind etwas mehr als 7 Quadratkilometer, die der gesamten Menschheit nutzen. Damit SpaceX mit diesen Arbeiten beginnen hätte dürfen, hätten sie bis vor einigen Monaten eine vollständige Umweltstudie erstellen und einreichen müssen. Und jetzt halte ich fest, diese Studie hätte Folgendes beinhalten müssen. Sie hätte jedes direkt und indirekt betroffene Gebiet, also die zu bebauenden Gebiete, sowie weiträumig angrenzende Gebiete in der Studie erfassen und beschreiben müssen. Nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern bevor, während und nachdem SpaceX in die Gegend gezogen ist. Sie hätte beinhalten müssen, wie sich die betroffenen Gebiete entwickelt hätten, wenn sich SpaceX niemals in Boca Chica angesiedelt hätte. Damit nicht genug. Die Studie hätte alle in der Gegend angesiedelten Spezies in Qualität und Quantität erfassen müssen. Also man hätte jedes Lebewesen dort registrieren, untersuchen und zählen müssen. Sie hätte alle unmittelbaren langfristigen, direkten und indirekten Auswirkungen der Test- und Startaktivitäten auf die beschriebenen Spezies beinhalten müssen. Schon verständlich, dass man versucht, die Umwelt zu schützen. Da bin ich voll d'accord.
aber diese angeforderte Studie ist doch die reinste Schikane. Das ist schon so formuliert, dass man selbst wenn man eine solche Studie rechtzeitig eingereicht hätte, noch Fehler darin finden hätte können. So eine Studie käme auch einer Anklageschrift gleich. SpaceX ist nicht dumm und verballert so viele Ressourcen in einer Anklageschrift gegen sich selbst. Ich bin wenig in andere Projekte dieses Ausmaßes involviert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes am Strand gebaute Hotel, jede Ölraffinerie und jede Bohrinsel durch diese Schikane muss. Ein weiterer Teil der Studie hätte Schadensminderungsmaßnahmen und alternative Optionen beschreiben müssen. Also für jede weitere Option hätte man eine ähnlich umfangreiche Studie anlegen müssen. Also der reinste bürokratische Wahnsinn. Das Problem hier ist, dass diese Einspruchsfristen öffentlich sind. Wenn das ein unbekanntes Unternehmen macht, dann liegt das Dokument in irgendeinem Dorfamt einige Monate auf und niemanden interessiert es. Da SpaceX so dermaßen im Rampenlicht steht, glauben viele Elon Musk-Hater, dass sie ihm jetzt ein Bein stellen müssen. Nicht nur private, auch viele Unternehmen, die Angst vor SpaceX haben. Das ist schon absurd. Anstatt in die eigenen Produkte zu investieren, werden hier Lobbyisten bezahlt, um SpaceX aufzuhalten. Jetzt willst du vermutlich wissen, warum SpaceX diese Einreichfrist verstreichen hat lassen. Klasse Frage. Richtig gut, danke dir. Bevor ich dir diese Frage beantworte, muss ich noch etwas loswerden. Meine Videos stehen dir jederzeit kostenlos zur Verfügung. Sie sind kostenlos und bleiben es auch. Aber die Videos sind leider nicht kostenlos in der Herstellung. Sie kosten Zeit, Geld und sind extrem aufwendig. Das kommt alles aus meiner eigenen Tasche. Ich mache das echt sehr gerne. Aber leider muss ich auch Miete zahlen und hin und wieder etwas essen. Damit alles halbwegs Hand und Fuß hat, stecke ich zwischen 2 und 5 Stunden Arbeit in jede Minute, die du zu sehen bekommst. Von der Konzeptionierung über Recherche, Scripting, Dreh und Schnitt mache alles ich selbst. Ich mache nun seit 1,5 Jahren YouTube-Videos und verdiene noch immer nicht genug, um davon zu leben. Das heißt, ich lebe noch immer von meinem Ersparten. Hin und wieder bekomme ich schon Werbedeals, aber ich nehme auch nicht jeden Deal an, weil ich nur Dienstleistungen und Produkte bewerben möchte, die ich auch wirklich für sinnvoll halte. Wenn du sicherstellen willst, dass ich dir weiterhin komplexe Inhalte verdaulich aufbereite, dann freue ich mich, wenn du mich mit einer Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen möchtest. Du kannst auch auf den Mars-Chroniken-Merch-Shop gehen und dir eine Kleinigkeit holen. Oder mich einmalig über PayPal unterstützen. Alles hilft. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung unten. Danke dir. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne bei allen meinen bestehenden und neuen Kanalmitgliedern und Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützern für eure Beiträge bedanken. Ihr macht das möglich, dass ich diese Videos produzieren kann. Was auch auf jeden Fall kostenlos, aber unglaublich wertvoll ist, ist ein Kommentar, ein Like und ein Abo. Danke dir. Ich möchte auch dem Rechercheteam im Discord und meinem Spion in Kalifornien, Mr. Ari Deimos, für eure Unterstützung bei dieser Ausgabe danken. Aber kommen wir jetzt zurück zum Thema. Lenk mich nicht immer ab. Im Endeffekt hat SpaceX die Einreichfrist verstreichen lassen und keine derartige Studie angelegt, weil das der reinste Wahnsinn wäre. Damit wären 7 Legionen an Biologen, Geologen, Hydrologen und anderen Logen jahrelang beschäftigt gewesen und die Studie wäre am Ende vermutlich trotzdem nicht vollständig oder zufriedenstellend für die Behörden gewesen. Es wären wahrscheinlich mehr Leute mit der Erstellung eines solchen Dokuments beschäftigt gewesen, als mit der Entwicklung von Starship. Also wundert es mich nicht, dass SpaceX einfach drauf gepfiffen hat. SpaceX hat jetzt die Möglichkeit, diesen Bescheid anzufechten bzw. die Genehmigung neu zu beantragen. Aber dafür müssten sie eben diese Studien vorlegen. Und im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie das vorhaben. Und ich habe die Studie noch recht einfach beschrieben. Die wollen noch einige andere wahnsinnige Dinge, die hier den Rahmen sprengen würden. Jedenfalls hat das US Army Corps of Engineers, also die Pioniere des US-Militärs, einen Bescheid für SpaceX ausgestellt, in dem sie der Erweiterung des Testgeländes in Boca Chica nicht zustimmen. Die US-Pioniere haben in den USA auch zivile Aufgaben, also quasi eine Mischung aus dem technischen Hilfswerk, den Pionieren und der Bauaufsichtsbehörde. Aber da gibt es auch andere Behörden, mit denen sie sich die Aufgabenbereiche teilen. Soll aber heute nicht das Thema sein. Sie haben eine gewichtige Stimme, aber nicht das letzte Wort. Während die Umweltorganisation Sierra Club diesen Bescheid als ihren Erfolg feiert, haben sie damit eigentlich wenig zu tun. Es ist, was sie wollen, aber nicht ihr Erfolg. Denn jetzt wird die ganze Sache noch komplizierter. SpaceX hat sich nicht zufällig für Boca Chica entschieden. Die geografische Lage nahe am Äquator, ganz weit weg von großen Bevölkerungszentren, waren wichtige Faktoren. Es gibt nicht viele Orte in den USA, die diese Voraussetzungen erfüllen würden. Zur passenden Alternative kommen wir aber später noch im Detail. Ein weiterer Grund war die lockere gesetzliche Lage in Texas. Aber jetzt lassen sich die Behörden plötzlich Dinge einfallen, die es vorher nicht gab. Während die texanische Regierung mit Gouverneur Greg Abbott und Senator Ted Cruz Republikaner sind und ein großes Interesse daran haben, dass SpaceX ihre Aktivitäten in Boca Chica nicht nur weiterführt, sondern ausbaut, um noch
noch mehr nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und Texas zum Raumfahrtzentrum der Welt zu machen, ist die US-Bundesregierung unter Präsident Joe Biden demokratisch. Somit findet hier ein unnötiges politisches Tauziehen statt, da keiner dem anderen einen Erfolg gönnt. Die FAA und das Militär unterstehen dem Bund. Die texanischen Behörden unterstehen der texanischen Regierung. Und dieser politische Kampf wird auf dem Rücken der Bevölkerung und den betroffenen Unternehmen ausgetragen. Denn wenn SpaceX in Boca Chica dicht macht, sind auch alle Zulieferer betroffen, die seit einigen Jahren das Geschäft ihres Lebens mit SpaceX machen. Damit nicht genug. Es wäre generell ein großer Rückschlag für die Raumfahrt. Da es aber um SpaceX geht, denke ich, dass so ein Rückschlag das Projekt um ein oder zwei Jahre und nicht gleich um Jahrzehnte verzögert. Der letzte Stand der Dinge ist, dass die Federal Aviation Administration oder kurz FAA ihren endgültigen Bescheid im Mai veröffentlicht. Ob dem dann auch wirklich so sein wird, werden wir wohl in einigen Wochen sehen. Manche munkeln, dass dieser Bescheid davon abhängt, wie das SLS-Programm vorankommt. Achtung Spoiler, es kommt nicht voran. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann findest du ein Video mit technischer Kritik an der Rakete in der Videobeschreibung unten und ein Video mit Kritik am gesamten Projekt in der Infobox hier. Dass diese beiden Programme zusammenhängen, ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Sie sind beide wichtige Teile des Artemis-Programms. Aber es wäre auch extrem erniedrigend für das SLS-Management, wenn Starship vor dem SLS einen Orbit erreicht. Ob hier im Hintergrund wirklich kriminelle Machenschaften am Werk sind, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint mir so zu sein. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Wie auch immer der FAA-Bescheid aussieht, Boca Chica bzw. Starbase 1 wird zumindest kurz- bis mittelfristig eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung bleiben. Die Frage ist nur, ob sie von dort aus Orbitalflüge starten werden. Die andere Option zeichnet sich immer klarer ab. Und zwar Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Von dort startet SpaceX schon seit Jahren erfolgreich ihre Falcon 9 Raketen. Seit einigen Wochen laufen die Arbeiten an einer neuen Produktionsstraße sowie einer Startanlage für Starship am Cape auf Hochtouren. Da von dort schon seit Jahrzehnten Raketen starten, besteht kein Zweifel daran, dass man SpaceX einen Start dort genehmigt. Wobei man nie weiß, was den Beamten sonst noch so einfällt. Es wird nämlich noch immer mit zweierlei Maß gemessen. Bevor SpaceX Menschen mit ihrer Falcon 9 Rakete transportieren durfte, mussten sie ihre Rakete dutzende Male und ihre Crew Dragon vorher mit Dummy-Astronauten fliegen. Bei Artemis 2, die Mission, bei der Crew an Bord sein wird, fliegt die Rakete das erste Mal in dieser Konfiguration. Denn Artemis 1 fliegt in einer anderen Konfiguration. Menschen auf eine unerprobte Rakete zu setzen, ist schon irgendwie fahrlässig. Aber was weiß ich bin nur ein YouTuber. Mittlerweile bin ich irgendwie desillusioniert und glaube nicht mehr daran, dass SpaceX von Boca Chica aus starten wird. Das heißt, dass Elons Versprechen, dass Starship dieses Jahr einen orbitalen Testflug startet, kann wohl nicht eingehalten werden. Wir sehen, dass SpaceX mächtig Gas gibt am Cape. Aber bis die Anlage dort soweit ist wie Boca Chica, kann es noch einige Zeit dauern. Auch die Illusion, dass die Starships und Booster von Boca Chica aus zum Cape fliegen, um von dort aus orbital zu gehen, habe ich verloren. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich ganz zum Schluss. Hier möchte ich gerne Dostojewskis Idiot zitieren. Es geht um Todesurteile durch staatliche Gerichte. Er schreibt: Aber hier sollte ich mir vorstellen, dass das Schrecklichste an der ganzen Bestrafung überhaupt nicht der körperliche Schmerz ist, sondern die Gewissheit, dass in einer Stunde, dann in 10 Minuten, dann in einer halben Minute, dann jetzt, in diesem Augenblick, deine Seele deinen Körper verlassen muss und du kein Mensch mehr sein wirst. Und das ist gewiss. Gewiss. Denn auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass man mit Regierungen verhandeln kann, so ist dem oft nicht so. Wenn das Urteil erst einmal gesprochen ist, dann kann dich nichts mehr retten. Aber am Cape lodert ein neuer Hoffnungsschimmer. Auch die Abhängigkeit der USA von SpaceX wird früher oder später dazu führen, dass Starship starten darf. Selbst wenn es den Beamten nicht gefällt. In Starbase 1 hat SpaceX viel gelernt. Das wird ihnen beim Bau der Anlagen in Starbase 2 am Cape zugutekommen. Nochmal kurz zum Zitat. Das gilt für einfache Bürgerinnen und Bürger. SpaceX hat eine dermaßen mächtige und unbezwingbare Position eingenommen, dass sie einen gewaltig langen Atem haben. Sie können mehrere Regierungen aussitzen. Währenddessen forschen sie einfach weiter und lassen sich nicht unterkriegen. Am Cape wird nicht gekleckert, sondern gleich geklopft. Zelte kommen nur marginal zum Einsatz. Wie auch bei Tesla wird hier eine einzige Fabrik gebaut. An dem einen Ende werden die Rohmaterialien eingeführt,
Am anderen Ende kommen die fertigen Starships und Super Heavy Booster heraus. Der Fortschritt am Cape ist beachtlich. Was schade ist, ist, dass wir nicht mehr vom Straßenrand aus zusehen können. Aber dank der Community gibt es immer wieder grandiose Drohnen-Flybys. Wenn die Starship-Produktion am Cape anläuft, werden sich garantiert mehr Leute finden, die sich erbarmen und Footage bereitstellen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass früher oder später ein großer Teil der Starship-Starts nicht mehr von den Küsten, sondern von Plattformen auf offener See stattfinden werden. Dafür hatte SpaceX letztes Jahr schon zwei Tiefsee-Ölplattformen zum Spottpreis erworben. Phobos und Deimos. Aber die haben im Moment noch gar keine Priorität. Zunächst muss Starship erst einmal einen Orbit erreichen. Und hier kommen die ideologischen Differenzen zum Tragen. Die Old Space Unternehmen gelten als Arbeitsplatzschaffungsprogramme. Das Wichtigste ist, dass man viele Leute anstellt, auch wenn das meiste Geld ans Management geht. Bei Elons Unternehmen geht es darum, die Branche und die Menschheit weiterzubringen. Sprich, die Politiker können sich nur mäßig mit Elons Erfolgen und Arbeitsplätzen schmücken. Sie haben Angst vor ihm, weil sie ihn nicht verstehen oder weil Elon ihnen die Sinnlosigkeit ihrer Programme und ihre persönliche Bedeutungslosigkeit vor Augen führt. Deswegen haben auch so viele Angst davor, dass Elon Twitter übernimmt. Er sagt schon öffentlich, dass er Twitter so umgestalten will, dass mehr Redefreiheit herrscht. Das würde einigen Institutionen, aber auch dem Twitter-Management schaden. Warum genau? Gute Frage, aber dafür haben wir heute leider keine Zeit. Das hat viel mit der US-Innenpolitik und den letzten Wahlen zu tun. Ich verstehe nicht, was so schlecht daran sein soll, den Algorithmus offenzulegen und genau anzugeben, was an deinem Tweet herumgeschustert wurde. Alles ist unsicher. Nur eines weiß ich genau. Wir können Elon Moschus vertrauen. Er hat oft genug gezeigt, dass es ihm nicht um das Geld geht. Wer noch immer glaubt, dass er dem Geld oder der Macht hinterherjagt, der liegt gewaltig daneben. Wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann bitte ich dich, deine Meinung und deine Standpunkte in die Kommentare zu schreiben, damit wir einen offenen Diskurs führen können. Denn nur so kommen wir zusammen. Man kann nicht immer die Gegenseite der Argumente ignorieren, wenn sie einem nicht gefallen. Sich die Gegenargumente anzuhören, führt im besten Fall dazu, dass man etwas lernt. Und im schlimmsten Fall versteht man die andere Seite und kann seine Argumente gegen sie verwenden. Genau wie es vor Gericht auch üblich ist. Damit die heutige Ausgabe nicht so dunkel endet, habe ich noch recht erfreuliche Nachrichten für dich. Michael Sheetz schrieb am 18. April, dass die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei einem Besuch in der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine wichtige Ankündigung gemacht hat. Sie hat nämlich sogenannte ASAT-Tests verurteilt und sich unilateral verpflichtet, keine weiteren derartigen Tests durchzuführen. Bei ASAT geht es darum, Satelliten mit bodengestützten Raketen abzuschießen. Bisher haben die USA, China, Indien und Russland solche Tests durchgeführt. Diese Tests stellen eine riesengroße Gefahr für alle Satelliten dar. Und wenn du glaubst, das betrifft dich nicht, dann halt dich fest, denn dein GPS, dein Internet sowie dein Fernsehen und dein Handyempfang sind von Satelliten abhängig. Deswegen finde ich diese Ansage extrem wichtig und richtig. Harris hat auch andere Nationen eingeladen, sich dieser Verpflichtung anzuschließen. Egal ob Raumfahrtnation oder nicht. Aber warum gerade jetzt, fragst du dich. Du stellst immer so geniale Fragen. Danke dir. Es ging das Gerücht herum, dass Russland damit beginnen möchte, Starlink-Satelliten auszuschalten. Ganz zufällig kommt einige Tage später diese Ansage von Harris. Auch wenn das nur eigennützig zu sein scheint, so ist es doch immer gut, sich grundlegend darauf zu einigen, sich gegenseitig nicht die Köpfe einzuschlagen. Und die vermeintliche Eigennützigkeit kommt uns allen zugute. Und wenn man sich international auf so etwas einigen könnte, könnte das der Beginn eines neuen internationalen Weltraumrechts sein. Genau das brauchen wir. Danke fürs Einschalten. Per Aspera ad Astra.